in der Pressekonferenz haben Sie die Situation Ihrer Mannschaft bzw. des Vereins mit folgenden Worten beschrieben. Immer noch am Leben, aber immer noch auf der Intensivstation. Ist das das Bild, was Sie gerade von der Mannschaft haben? Ja, auf jeden Fall. Die Tabelle sagt das ja aus, wobei das heute ein guter Schritt von uns war. Aber wir müssen in diesem Stil weiterarbeiten. Wir haben teilweise heute auch gut Fußball gespielt. Ich denke, das Sieg geht auch in Ordnung, weil man uns mehr Torchancen wie der Gegner herausgespielt hat. Jetzt müssen wir schauen, dass der ein oder andere Angeschlagene und Verletzte richtig gesund wird. Und dann erwartet man natürlich, dass man solche Leistungen, die wir vielleicht heute 25, 30 Minuten gebracht haben, über 90 Minuten bringen. Und dann haben wir die Potenziale, um in dieser Liga zu bleiben. Glückwunsch zu Ihrem ersten Sieg. Wie viel oder wie sehr kann man sich jetzt über diesen Sieg freuen? Das ist natürlich eine Erleichterung, ist ja klar. Weil ich jetzt einfach noch nicht das Gefühl hatte, mit dem Sieg hier wegzufahren. Die Heimbilanz ist ja eh nicht gut. Das war, glaube ich, heute der erste Heimsieg. Ich war ja nicht bei allen Spielen in der Verantwortung. Aber heute hat die Mannschaft gewollt. Wir haben fußballerische Akzente gesetzt. Jeder hat sich eingesetzt, trotz schwieriger Personalsituation. Und von daher sehe ich uns jetzt immer noch in einer sehr gefährdeten Position. Aber es gibt wieder Selbstvertrauen. Man hat gezeigt, man kann auch Spiele gewinnen. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir an die Leistungen von heute anknüpfen und vielleicht dann besser werden und uns aus dem Tabellenkeller entfernen können. Was hat heute besonders gut geklappt und woran muss man auf jeden Fall noch arbeiten? Ja gut, da gibt es natürlich viele Dinge. Ich denke, wir haben heute aber nicht viele Torchancen zugelassen. Im Vorfeld war es ja so, dass wir immer sehr viele Gegentreffer bekommen haben. Heute steht die Null mal hin. Ich denke, das ist für alle Spieler gut, nicht nur für die Defensivspieler. Und grundsätzlich denke ich, unser Spiel in die Offensive, das muss noch präziser, genauer werden, um einfach dann selbst noch sich mehr Möglichkeiten zu erarbeiten. Aber es war heute ein Anfang und jetzt müssen wir schauen, dass wir alle Kräfte sammeln, gute Trainingswoche hinlegen und hoffentlich in Walldorf dann nachlegen. Sie haben die Personalsituation angesprochen. Gibt es da Neuigkeiten, weitere Ausfälle oder Verbesserungen beim Gesundheitszustand des einen oder anderen Spielers? Ja, ich denke, der Florian Kappler, der war krank, der wird nächste Woche wieder zur Verfügung stehen. Der Jan Malsam will wieder ins Training einsteigen. Da habe ich zwei Alternativen mehr. Beim Stefan Müller war es ja fraglich, ob er spielen kann. Der hat eine sehr gute Partie gespielt, trotz seiner Verletzung, der Niemeyer ja auch. Thomas Schahn war leicht angeschlagen, Robin Müller, also die ganze Viererkette war irgendwo fraglich. Und von dem her bin ich froh, dass wir das heute so hingekriegt haben.